Herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus dem Tannenbaum. heute ist schon das 4-Monats-Video dran. Und das ist jetzt auch ganz aktuell. Also ja, und er rollt gerade durchs Wohnzimmer. Ich glaube, es wird jetzt immer so sein, dass er rumrollt oder irgendwann mal rumkrabbelt. Ja. Auf jeden Fall... haben wir weihnachtlich geschmückt. Genau, deswegen sitzen wir auch hier. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, der Philipp so im Tannenbaum, aber das ist einfach jetzt von der Position her nicht anders machbar, aber wir wollten, dass der Tannenbaum mit drauf ist. Genau. Ganz aktuell, soll ich einfach mal anfangen? Natürlich, mach ich. Danke, lieben. Also. Nicht die Decke mitnehmen und nicht das Haar essen, bitte. Was uns im 4. Monat ganz besonders aufgefallen ist, dass... Oh, nochmal. Also, was uns im 4. Monat sehr aufgefallen ist, dass die Trageposition, die ihm gefällt, sich wieder verändert hat. Also mal war es so, dass er wieder Bauch an Bauch getragen werden wollte und mal war es so, dass er dann wieder vorwärts getragen werden wollte. Und wir wissen, guten Appetit, ey, immer bist du am Fressen. Wir wissen nicht, woran das liegt, also weshalb er das immer verändert, aber es ist uns sehr aufgefallen. Dann fängt er immer mehr an mit Spielen, also das haben wir schon im 3. Monat, glaube ich, gesagt. Und er hat auch so ein bisschen Lieblingsspielzeug, das kann euch ja mal der Philipp vorstellen. Genau, dann, wie ich gerade gelernt habe, ein O-Ball. Ich wusste nicht, dass das Ding so heißt, für mich war das einfach ein Ball mit Löchern. Das ist die Firma oder so. Ja, du wirst es wissen. den hat er von seiner Cousine bekommen. Stimmt. Genau. Also die ist jetzt dreieinhalb Jahre alt. Und da ist er nicht mehr nötig. Und deswegen hat er ihn jetzt bekommen. Ist eigentlich echt cool, weil er kann wirklich so schön reingreifen und es gefällt ihm. Und dann, jetzt seit neuestem, haben wir so einen coolen Apfel. Mit so... Ja, wie heißt die? Ton. Das ist nicht mit so ein richtiges Spielzeug drin. Zum Hochnehmen, nee. Sag ich mal. Der ist ziemlich schwer. Also nicht für ihn, also wenn er rankommt, dann macht es Geräusche, aber ansonsten eher für, wenn wir ihn vielleicht auf dem Arm haben oder so, und damit er sich ein bisschen beruhigt. Und ich finde das voll cool, dieses Ding. Also wenn ich ein Bild, weiß ich nicht. Den hat er von seiner Tante, also genau. Sag ich mal, wie geliehen. Sie hatte den als Baby und ja, genau. So, was sich im 4. Monat, also was Größeres, was sich geändert hat, ist, dass... Gut. Ach, möchtest du dich zudecken? Okay, dann machen wir das. Einmal ein kleiner Rap. Süß. Mami, wir haben einen Rap. Ja, was sich sehr geändert hat, ist seine Schlafposition. Er hat nämlich sich irgendwann nur noch auf dem Bauch schlafen, sag ich mal, beruhigt und hat dann auch da länger geschlafen, auf dem Rücken ging nicht mehr. Und da waren wir am Anfang ein bisschen skeptisch, ob er sich dann nicht so mit dem Gesicht mitten in die Matratze legt oder so. Und haben ihn deswegen die ersten 2 Wochen, glaube ich, mit bei uns im Bett schlafen lassen. Was aber auf Dauer ein bisschen eng wurde, weil er, so wie er da lag, immer ungefähr eine ganze Matratze für sich eingenommen hat und wir dann zu zweit nur noch eine Matratze hatten. Und dann nach 2 Wochen, wo wir gesehen haben, er legt sich nicht so hin, dass er keine Luft bekommt, haben wir ihn dann in sein eigenes Bett... Ach, ihr seid so süß! haben wir ihn in sein eigenes Bett gelegt, halt auch auf den Bauch. Das ist ja wirklich direkt neben unserem Bett und... da passiert wirklich nichts, also ja, jetzt habe ich mein Display ausgemacht, jetzt habe ich meinen Faden verloren. So. Dann hatte er bei der U4 seine erste Impfung. Du kannst mir mal erzählen, wie er die vertragen hat. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Also er hatte keine Nebenwirkungen. Ach so, ich dachte, so wie du das gesagt hast, du kannst mal erzählen, wie er die vertragen hat. Das klang so wie, da ist nämlich das, das und das passiert. Das wusste ich eben nicht mehr, ich wusste von nichts mehr. Er hat ein 1/2 Grad erhöhte Temperatur gehabt. Aber, also das ist ja noch nicht mal Fieber. Das ist ja wirklich nur ein 1/2 Grad mehr als sonst.
ganz unproblematisch. Da sind wir echt froh drüber, dass es bei ihm so gut geklappt hat. Und auch während der Impfung, also wo er die Spritze gekriegt hat. Hilfe. Aua, jetzt sieht mir an den Augenbrauen. Während er die Spritze gekriegt hat, hat er nur ganz kurz geweint, wo die Spritze sozusagen in sein Oberschenkel kam. Also Babys werden ja im Oberschenkel geimpft. Und dann habe ich ihn hochgenommen und er hat sich direkt wieder beruhigt. Also ich glaube, das war eher der Schreck, weil man kann ja ein Baby nicht darauf vorbereiten. So, wir haben jetzt zwei ganz professionelle Kameramänner. Dann haben wir für die Pflege seiner Hals- und Kniefalten, also unterm Knie, wie man das auch immer nennt, Kniekehle, haben wir seit dem 4. Monat Kokosöl. Da haben wir ganz normales, kaltgepresstes, auf jeden Fall aus dem Aldi, also so, keine Ahnung, das gab es mal im Angebot, das gibt es, glaube ich, sonst nicht immer. Ich hätte sonst eigentlich bei DM danach geguckt, aber mich hat es dort angesprungen, so ungefähr. Also man kam in den Laden rein und das Erste, was da war, war Kokosöl. Habe ich es mitgenommen. Genau, und das, das kann man auch nehmen, wenn man auf dem Kopf diesen Milchschorf da abmachen will. Wir haben das zwar mit normalem Babyöl gemacht, aber Kokosöl ist ja auch ein reines Naturprodukt. Also da schadet man dem Baby nicht. Genau. Was ich beobachtet habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das vielleicht nur so immer in der Situation gerade so passiert ist, aber dass es ihm mehr gefällt, AA zu machen, wenn er so wie sitzt, also wenn man ihn so auf sich hat. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber mir kam das so vor, wie wenn das im 4. Monat irgendwie da einfach besser ging oder er da, weiß ich nicht, schneller mit klar kam. Ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast oder dir auch aufgefallen ist. Also, als du es gesagt hast, ist es mir aufgefallen. Du hast ja immer mal gesagt so, oh guck mal, jetzt war gerade wieder, dass er gedrückt hat oder weiß ich nicht, oder saß er halt wirklich immer auf dir oder auf mir oder irgendwo. Okay. Ja. Wie gesagt, ob es zusammenhängt. Keine Ahnung, vielleicht war es Zufall. Ja, ich muss auch sagen, er hatte dann mal so eine Phase, ich glaube am Ende vom 4. Monat, wo er mir früh morgens im Bett gekackt hat. Da hat er natürlich da gelegen, aber das kann auch einfach aus einem ganz anderen Grund dann irgendwie so gewesen sein. Das war vielleicht eine Woche lang oder so. Heute früh war es auch wieder, aber jetzt schon lange nicht mehr. Genau. Wir sind hier nur noch zwei drin. Ich habe auch gegessen. Wir haben ja schon erwähnt, dass er immer mehr spielt, also auch mal ein Stückchen alleine, vor allem mit dem Spielebogen. Herr Philipp macht hinter der Kamera Späße. auf jeden Fall kann man ihn auch mal unter Aufsicht natürlich, aber trotzdem da sozusagen wie alleine drunter legen und dann beschäftigt er sich auch ein Stückchen alleine. Das ist eigentlich ganz cool. Ihm wird da auch nicht so schnell langweilig. Philipp, kannst du mal aufhören? Dann, was mir aufgefallen ist, dass er mehr isst. Also, es gab Nächte, wo er wirklich alle 3 bis 4 Stunden gegessen hat. Und ich denke, das war wirklich auch wegen Hunger und nicht wegen schlecht schlafen oder so. Aber auch am Tag hält er seine Mahlzeiten eigentlich gut ein so. Und ist auch manchmal schon eher halt. Aber zum Beispiel mein Arm. Er isst dann auch immer, eigentlich fast immer die volle Mahlzeit, also so 25 Minuten. Und ich denke, dass es daran liegt, dass er wächst, oder? Mhm. Und dass er so aktiv geworden ist. Und aufgrund der Tatsache, dass er so viel wächst, was man ja auch an seiner Kleidung sieht und dass er so aktiv ist und so viel isst und jetzt ja auch schon über 4 Monate alt ist, also auf jeden Fall, deswegen wollen wir demnächst, also er ist ja jetzt schon fast 4,5 Monate oder so alt, mit dem Brei anfangen. Man fängt da ja nach dem 4. Monat an, also der 4. Monat ist ja schon vollendet und wir haben gesagt, wir machen das dann nicht direkt so, sobald er 4 Monate alt ist, sondern dann ein bisschen später halt und
ja, einfach aufgrund dessen, dass wir merken, er braucht einfach mal ein bisschen mehr. Und Kinder, die ab dem 4. Monat Beikost bekommen, schlafen besser. Also wurde so herausgefunden, habe ich gelesen. Zum Thema Brei werden, also wird bestimmt auch mindestens ein Video kommen, denke ich mal. Also habe ich eigentlich voll Lust drauf. Ich weiß nicht, ob der Philipp da auch Lust drauf hat. Das wird wahrscheinlich dann auch teilweise so in Richtung Kochvideo gehen. Ja, genau, halt Lust für Babybrei. Müssen wir mal gucken. Wir können auch mal so ein Video machen, wo wir euch mal komplett alles so erzählen, was wir so, also wie wir mit dem Brei anfangen. Anna hat so einen sehr coolen Plan erstellt. Hast du den schon gelesen? Ich habe eine Liegen gesehen, mal kurz raufgeguckt, aber das war mir alles noch zu viel, als dass ich das ohne Erklärung... gespuckt. Ja, auf jeden Fall können wir da bestimmt mal so ein Video nochmal machen, wo wir euch das so erklären, nach welchem System wir da vorgehen. Es klingt auch blöd, System, aber wie wir das halt machen und was wir uns ja überlegt haben, was er zu essen kriegt, wann er was kriegt und so weiter. Da können wir mal ein extra Video auf jeden Fall zu machen und dann vielleicht, wenn es euch interessiert, nochmal so wie kleine Kochvideos oder sowas zu verschiedenen Brei-Rezepten. Da haben wir auch ein schönes Buch und da ist schon der Philipp, sag ich mal, wie sagt man, angestellt, dass er zumindest mit Fleisch den Brei zubereitet. Wir haben, okay, bei der Größe 3 mit solchen Schlüpferwindeln angefangen, weil die, also ihr seht das ja bestimmt, wie die funktionieren, weil die hier oben, wenn man die dem Baby anzieht, haben die hier oben einen höheren Bund als diese normalen Windeln, also die gehen halt weiter an den Bauch und er hat halt, nachdem er angefangen hat auf dem Bauch zu schlafen, ist er nachts schneller ausgelaufen am Bauch, weil er eben hier vorne auf die volle Windel gedrückt hat beim Liegen und dann kam das hier oben halt ein bisschen raus und dann war der Schlafanzug immer voll. Also Urin jetzt, also er hat noch nie jetzt nachts gekackt, zum Glück, eigentlich immer nur abends oder früh, wenn überhaupt oder halt sonst wie normal am Tag. Was? Und, nee, ich hab dir nur zugestimmt. Und da haben wir dann halt teilweise jeden Tag, also, na egal, nächster Punkt, was wir noch an Sachen haben, wäre zum Beispiel ein Innenschlafsack und den mussten wir dann eben jeden Tag waschen. Jetzt hast du diese Verbindung gemerkt von den Themen, ja. Das hier ist der Innenschlafsack. Genau, den hatten wir jetzt, seit wann haben wir den jetzt? Seit es kalt ist, also ja, wir haben jetzt Dezember. Und es ist eigentlich jetzt erst im Dezember wirklich hier kalt geworden. Ja. Da haben wir jetzt, also wir hatten schon einen, wir haben jetzt noch einen zweiten gekauft, einfach wegen der Auslaufproblematik. Eben, genau, weil wir eben nicht jeden Tag waschen wollten. Und haben wir schlagen die Beine ein. Und genau, deswegen haben wir jetzt solche nach dem zweiten Innenschlafsack. Aber auslaufen tut er jetzt auch nicht mehr wegen diesen coolen Windeln da. Beziehungsweise haben wir jetzt mittlerweile, also das steht hier ganz unten bei mir auf dem Plan, dass 3 Tage bevor er 4 Monate alt geworden ist, wir die Größe 4 bekommen haben, weil wir kriegen die ja immer über eine Person, die die einfach billiger wo kriegt, weil die so Massenabnahmepreise haben oder wie man das sagt. Ach. Ja, auf jeden Fall kaufen wir da die Pampers nicht im Laden. Aktuell bezahlen wir sie noch nicht mal, weil die Person uns die immer schenkt. Aber auf jeden Fall haben wir da eben die Größe 4 dann erst bekommen, 3 Tage bevor er 4 Monate alt wurde, obwohl die schon eher nötig war. Es könnte passieren, dass er gleich ins Bild... Obwohl, nee, wir sehen gar keinen Boden, also er rollt nicht ins Bild. Und dann ab da haben wir direkt die Größe 4 für nachts genommen, weil die einfach noch sicherer sind, aber heute früh ist die Größe 4 auch ausgelaufen. Oh, oh. Naja, egal. Ja. Ich muss aber sagen, so schön wie die in der Werbung dargestellt sind, das sieht ja so einfach aus, als wenn die anziehen, dem Kind. Aber in der Werbung, wenn man das sich mal genau anguckt, das Kind hat die Windel schon an und es geht nur noch darum, die hochzuziehen. Und das ist, schaffst du mit jeder Windel, egal wie sehr sich das Kind windet. Aber letztendlich muss man erstmal die kleinen Füße hier durchkriegen und wir haben uns halt einfach überlegt, wir greifen hier so rein, nehmen die Füße und dann geht es relativ gut, die da durchzuziehen. Dann ziehen wir sie hoch
Und logischerweise, das Hochziehen ist kein Problem, aber die erstmal hier reinzubekommen, da kann das Kind zappeln und dann geht es genauso schlecht, wie man eine normale Windel anziehen kann, wenn das Kind zappelt. Also einfacher anzuziehen, würde ich sagen, sind die nicht. Insgesamt geht es wahrscheinlich schneller, einfach weil man nichts zukletten muss, die nicht richten muss, weil die sitzt eigentlich, wenn sie hochziehst, sitzt du musst nicht mal die Rüschen am Bein rausmachen, nee, die schaffen die eigentlich selbst, ja. Aber auf jeden Fall bei einer normalen Windel ist es einfacher, die aufzumachen, weil dann machst du die Klettverschlüsse wieder auf und flappst sie runter und hier muss man so an der Seite die ganze Windel zerreißen, sozusagen. Die ist dazu gedacht, also das gibt ja so eine Art Naht, wo die Windel auch schon wahrscheinlich sogar produzieren zusammengemacht wurde. Aber ja, auf jeden Fall zerreißt man die hier und auf der anderen Seite logischerweise auch, damit man eben die vollgekackte Windel zum Beispiel nicht wieder über das Kind ziehen muss. Also, genau, und dann hat man hier hinten so einen coolen Streifen, einen blauen Streifen. Den zieht man dann so auf und dann kann man das damit alles zusammenwickeln. Also zukleben, weil man hat ja diese Klettverschlüsse. Genau, aber ich muss sagen, ich finde da das System mit den Klettverschlüssen besser. Zum Zumachen, ja. Ja, und auch zum Ausziehen. Du machst es auf, stimmt. Kannst im Notfall wieder zumachen, wenn du merkst, er macht weiter hier, kannst du ihn eben wieder zukleben. Ja, Seite. Zuhalten dann. Ja, dann hältst du zu und dann, ja. Womit hältst du die Beine fest, womit hältst du die Arme fest, womit hältst du das Kind fest? Also an sich sind die wohl ganz cool, aber... Also was mich bei denen überzeugt, ist der hohe Bund. Ja, also klar, die auslaufen sind nicht. Die haben auch 1 Kilo mehr, also das ist ja Windelschlüppergröße 3 und die gehen bis 1 Kilo mehr als die normalen Windelgröße 3. Ich glaube aber nicht, dass dieser hohe Bund unbedingt bis oben hin komplett dicht ist. Also der ist trotzdem nur bis, ich denke, bis hier so wird der dicht sein, weil hier oben ist, da kann man Zeitung durchlesen, also das ist relativ dünn. Genau. Waren wir hier schon fertig? Nein. Auf jeden Fall haben wir, wie gesagt, so für nachts unter den normalen Schlafsack noch so Innenschlafsäcke. Die sind einfach also relativ dünn, eigentlich wie ein T-Shirt. Einfach noch aber eine Schicht mehr, ne? Aber es ist einfach erstmal eine Schicht mehr und er hat Ärmel. Also so ein normaler Schlafsack hat ja für gewöhnlich keine Ärmel. Und einfach, dass er in den Armen nicht friert, weil die gucken ja logischerweise raus. Gibt es noch diesen Innenschlafsack? Er hat zwar auch einen Schlafanzug, der langärmig ist und einen Body, der langärmig ist. Ja, aber für nachts. Aber nachts ist es halt einfach wirklich kalt. Wir decken uns ja auch zu und ziehen uns an. Und da das Kind eh eigentlich eine Schicht mehr tragen sollte und man das Kind ja schlecht zudecken kann, kriegt er so einen Innenschlafsack an. Ist eigentlich voll praktisch. Ja. Aber gekühlte Beißringe haben wir jetzt. War ich schon länger, oder? Die haben wir auch halt im vierten Monat. So. Ich weiß nicht, seit wann wir die im Kühlschrank haben. Ja, im Kühlschrank haben wir sie vielleicht schon länger, aber gebraucht haben wir sie eigentlich bis jetzt noch nicht so richtig. Wir haben ihn den einfach ab und zu mal gegeben. Er fand das auch ganz cool. Also wenn er sich beschwert hat, jetzt nicht unbedingt einfach... Nicht einfach so als Spielzeug, sondern wenn wirklich wir gedacht haben, er hat vielleicht da irgendwie das Gefühl, dass da was wächst. Im Mund und er fand das ganz cool, aber so richtig, dass es in die Zähne kommen, hat er noch nicht. Also Zähne gibt es noch keine, also ist der Beißring noch nicht so direkt nötig. Halt fürs Rauskommen soll er helfen, also wenn die kurz vorm Rauskommen sind, dann kühlt er ja auch das Zahnfleisch. Ja, naja, klar. Wir wissen ja nicht, wann die rauskommen. Das wissen wir erst, wenn wir merken, er hat so eine Phase, wo er sich ganz doll beschwert, ohne sichtbaren Grund. Ja, noch was es zu erzählen gibt zum Beißring gerade? Naja, der regt die Spuckeproduktion enorm an. Wenn er auf dem kühlen Ding rumkaut, dann läuft es ihm aus allen Mundwinkeln. Weiter haben wir jetzt eigentlich nichts, was im vierten Monat sich groß geändert hat. Außer, dass man ihn jetzt sogar schon auf den Schoß nehmen kann und er relativ gerade sitzen bleibt, also wenn er angelehnt ist, nicht ganz frei. Man kann ihn nicht irgendwie auf Sofa oder auf den Teppich setzen und dann sitzt er. Der Kopf ist noch zu schwer, denke ich. Ja, aber an sich, so wenn er irgendwo angelehnt ist, bleibt er eigentlich ziemlich selbstständig aufrecht sitzen. Ja, genau, dann hat er sich noch jetzt mit 3,5 Monaten ungefähr, hatte das sich von den anderen Kindern aus dem Rückbildungskurs abgekurbt, sich auf den Bauch zu drehen. Und er hat das wirklich
nur am Anfang ganz, ganz wenig gemacht. Und auch teilweise aus Versehen. Also ich, dann hat er einfach die Beine angezogen und hat gemerkt, oh, dabei falle ich ja um. Und ja, so ist es dann entstanden, dass er dann immer mehr sich auch gezielt versucht hat, auf den Bauch zu drehen. Ja. Dann sind wir eigentlich... Was? Nee, sind wir eigentlich fertig. Okay, dann sind wir schon fertig. Beendest du? Ja. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, kommentieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Das wird dann noch nicht das 5-Monats-Video. logischerweise, weil er noch nicht so alt ist. Und weil ihr auch mal wieder was anderes sehen wollt.